Hallo ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gern mal die Plugged Lie erklären, also sprich auf gut Deutsch das Spiegelei. Wenn der Ball extrem schlecht liegt oder eingebohrt ist im Bunker, was muss ich dann tun? Viele haben dann überhaupt keinen Plan und ganz ehrlich, bei so einer Lage, was soll man auch da groß für einen Plan haben, aber beziehungsweise was soll man überhaupt für eine Erwartung haben? Also ich habe da die Erwartung, den Ball aus dem Bunker rauszubekommen, wo die Fahne ist, beziehungsweise wo ich eigentlich hin will, ist ein bisschen sekundär. Ich muss jetzt den kürzesten Weg aus dem Bunker suchen und da soll der Ball quasi rausgeploppt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe beim normalen Bunkerschlag das Wedge schon erklärt. Das Wedge hat ja zwei Teile. Das einmal ist das Leading Edge, das ist hier unten die Kante. Diese Kante ist dafür verantwortlich, dass der Schläger graben kann. Und bei schlechten Lagen, auch beim Pitchen und beim Chippen, wird der Schläger meistens mit dem Leading Edge verwendet. So, jetzt haben wir aber auch hier noch einen Teil, der nennt sich Bounce. Und dieser Bounce ist ja für den normalen Bunkerschlag eigentlich prädestiniert. Also sprich, eigentlich diese Bewegung, dass der Schläger unten durchflutschen kann, dass sie unten durchgleitet. Dafür ist dieser Bounce verantwortlich und das habe ich auch beim normalen Bunkerschlag schon erklärt. Der Schläger muss so weit aufgedreht sein, damit dieser Bounce eben ins Spiel kommt. Da sollte der Schläger nicht so stehen, wie er gebaut wurde. So, jetzt, wenn wir uns jetzt mal die Lage so anschauen, der Ball liegt extrem schlecht und ich habe auch gerade gesagt, dafür haben wir dieses Leading Edge, wenn der Ball schlecht liegt und wenn wir mehr diesen Grabeeffekt brauchen. So. Und das ist alles, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen den Schläger jetzt ganz normal hinstellen. Und Ansprechposition, es gibt eigentlich gar kein richtig und kein falsch. Sich so ein bisschen stabil hinstellen ist immer gut. Den Griff nehmen, der Schläger muss im Bunker sowieso schweben. Aber an sich, was braucht der Ball jetzt? Der Ball braucht jetzt einen Katapult von oben. Sprich, wenn ich die Arme nach oben hebe und einfach nur den Schläger hinter dem Ball in den Sand fallen lasse, dann gibt es einen kleinen Katapult und der Ball fliegt raus. Also es hat überhaupt nichts mit einer schönen Körperdrehung zu tun oder mit Handgelenkenaktionen. Es ist eigentlich mehr das Thema, den Schläger nach oben zu heben und fallen zu lassen. Ich mache euch das jetzt mal vor. Also ihr seht selber, Schläger ist sogar eher noch zugedreht. Das heißt, das Leading Edge wird ein bisschen stärker und aggressiver noch. Und alles, was ich mache, ich hebe jetzt die Arme hoch und lasse sie fallen. So, Ball ist wunderbar rausgegangen. Ihr seht, man haut ein definitiv großes Divot im Sand raus, aber das kommt wirklich nur aus dem Katapult von oben nach unten. Und ihr habt selber gesehen, ich bin nach dem Schlag wirklich sehr passiv dagestanden. Es ist eine reine Armbewegung. Der normale Bunkerschlag ist eine ganze Körperbewegung. Es ist ein Riesenunterschied, diese zwei Schläge. Aber an sich ist es ziemlich leicht. Fakt ist, der Schläger muss immer noch hinter dem Ball in den Sand und nicht direkt auf dem Ball. Das müsst ihr euch merken im Bunker, prinzipiell, ob er gut oder schlecht liegt. Aber das ist jetzt so viel zum eingebohrten Ball. Viel Spaß und viel Glück damit!